Es wurden heute neue Details zu dem grausamen Mord an der Familie hier in St. Louis bekannt. Ich wollte nicht hierher ziehen. Das alte Haus konnten wir uns aber nicht mehr leisten. Außerdem muss ich meine neue Geschichte hier schreiben. Ist es diesmal eine gute Geschichte? Ich schreibe das beste Buch, das jemals einer gelesen hat. Ich habe hier ein echt gutes Gefühl. Okay. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Familie beim Rumhängen 2011, Grillfest 79. Das ist die Familie, die hier gewohnt hat. Sie halten das für Serienmorde? Ich weiß es nicht. Der erste geht zurück auf die Mitte der 60er. Die einzige Verbindung zwischen all den Fällen ist dieses Symbol. Es steht für eine heidnische Gottheit namens Bugul. Er ernährt sich von Kinderseelen. Ich war noch nie an so einer großen Sache dran. Im frühen Christentum glaubte man, dass Bugul in seinen Abbildern lebt und dass die Abbilder Pforten wären in sein dunkles Reich. Kinder, die diese Bilder sahen, waren besonders anfällig für Boguls Manipulation. Schätzchen, was machst du da? Malen. Ich will ein Bild von ihr malen. Von wem sprichst du? Stephanie. Sie hat hier gewohnt. Trevor? Was meinst du? Was ist passiert? Hol die Kinder. Pack den Wagen. Wir müssen hier weg.